Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft wieder mit Malkondo. Und Mulenia. Hallo. Hallo. Was ja auch ein bisschen komisch wäre, wenn du nicht dabei wärst. Schon. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. So, die Schwämme sind trocken. Ich habe nur noch 4 Schwämme. Wo sind die ganzen anderen hin? Da ist ein Nasser. Was machst denn du? Warum hast denn du... War ich das? Warum hast du die Leiter da angebaut? Toll, jetzt hast du doch 2 Schwämme oder so da reingelegt gehabt. Ne, hättest du was gesagt, hätte ich meine 2 auch noch dazu packen können, dann wären die wahrscheinlich alle trocken gewesen. Naja, wahrscheinlich. Ja, und jetzt haben wir wieder eine Kohle verschwendet für nix. Eine Kohle? Ja. Unmöglich. Ja, ich finde, das ist wirklich eine Sauerei. Absolut. Ah, ich brauche noch Sand. Ja, ich habe 11 Sand, aber ich bin ja gerade dabei abzubauen, ne? Ich kann dir den ja rüberschmeißen. Nein, aber du könntest den hier anbauen. Ja, warte, ich komm. Bin ja schon unterwegs. Wo bist du denn überhaupt? Da. Ja, du bist gerade... Ja, ich hab's gesehen. Du bist plötzlich warst du verschwunden. Warte mal, wo willst du denn das hinhaben? Na da. Hier jetzt so rüber, ja? Ja, genau. Bis ans Ende. Okay. Du sagst jetzt ja genau, dabei kann das kein anderer sehen, irgendwie, was wir hier gerade besprechen. Aber ich kann's sehen, das reicht. So, das war's. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ja, ist mir schon klar, aber ich muss ja noch abbauen hier. Das habe ich dir doch eben schon gesagt. Oh. Du bist echt unmöglich. Wozu erzähle ich dir das überhaupt, wenn du mir nicht zuhörst? Oh, ich höre dir doch zu. Ich habe doch gerade schon gesagt, ich muss das erstmal abbauen. Ich höre dir immer zu. Hm, ja, natürlich. Irgendwie fällt der Sand immer in die andere Richtung. Der fällt in die andere Richtung. Also der fällt nach oben, oder was? Ja. Genau. Irgendwie fällt der Sand immer nach oben. Ja. Stell dir mal vor, es wird alles nach oben fallen und nicht runter. Ja. Irgendjemand stirbt hier gerade. Nee. Nee? Hat sich nur so angehört. Ah. Wieso, was hast du gemacht? Nur so getan, als ob. Ach so. Ja, ich bin fast ertrunken. Ich habe vergessen, Luft zu holen. So, jetzt mache ich das Ding hier leer. Uah. Hast du jetzt genug Sand gehabt, oder was? Ja, nee, nicht ganz, aber so fast. Weil dann kann ich ja hier aufhören. Und das lieber dafür lassen, dass wir das gleich nicht wieder alles anbauen müssen. Ja. So, Moment. Achso, das reicht noch doch noch nicht, oder was? Ein bisschen Sand habe ich noch. Oder hast du das jetzt schon leer gemacht da? Nein, ist noch nicht ganz leer. Aber es reicht jetzt, also ich brauche jetzt keinen Sand mehr von dir. Jetzt reicht's, also mir reicht's jetzt. Ach, jetzt hast du dazu gemacht, toll, hätte ich mir schenken können, hier hochzugehen. Ja, hat er doch gesagt, ich mach das da gleich zu. Nö, das wäre nicht zugehört, ne? So. Zack, jetzt ist leer. Dann können wir hier den Sand wieder mitnehmen. Gibt's wieder ein bisschen Sand. Das ist gut, wir brauchen ja auch welchen. Sag mal, kann das sein, dass das Nacht draußen ist? Ich weiß nicht. Nee, oder? War doch gerade keine Nacht. Doch, oder? Es ist Nacht. Echt? Jo, wir müssen raus. Oh, verdammt. Doch, da die Sonne gerade im Wasser untergehen sehen. Ich komme jetzt so schnell nicht weg. So, ich lieg schon im Bett. Mulenia! Komm hier schnell her. Ja. Die Monster fressen mich sonst im Bett. Ja. Wenn du hier jetzt nicht herkommst. Ja, ich. Ich schwimme ja schon. Oh Gott, die braucht wieder. Jetzt aber mal gut. Hallo. Ich laufe ja schon. Hilfe. Ich schlaf. Oh, ein Glück, Mensch. Ich hab jetzt echt schon Angst um mein Leben gehabt. Ja? Ja. Hab ich. Ich nicht. Ich hatte keine Angst um dein Leben. Geronimo! Ups. War vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ja, ich weiß, dass du nicht Angst um mein Leben hattest. Du bist ja auch Planschen gewesen in der Zwischenzeit. Während ich da in meinem Angstschweiß gebadet habe, bist du im Wasser gewesen. Bist im Wasser gebadet. Also, weißt du, was ich vergessen habe, zwischen den Parts zu machen? Ja, das Texture Pack zu wechseln. Ja, also echt, ne? Wie manche Leute schreiben, Texture Pack. Texture Pack. Techapech.
Techapack. Techapack hatten wir auch schon. Ja, Techapack. Nee, nicht die Steaks essen, das verrottete Fleisch. Das können wir auch mitnehmen. So. Okay. Hier ein bisschen Licht zu lassen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Fang hier mal mit neuem Bereich an, abzutrennen. Ja, mach das mal. So, ich habe jetzt schon wieder keinen Sand mehr. Ja. Ich finde, das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen wenig Sand, muss ich auch zugeben. Also das nervt mich auch ein bisschen. Es hätte mehr sein müssen. Ja. Um das eben in eins durchzumachen. Aber du könntest dir ja auch sonst Holz holen und einfach ein bisschen was mit Holz machen. Weil wir sind jetzt ja zu zweit, dann geht das ja durchaus mit Holz auch recht zügig, das dann abzubauen wieder. Ja, wenn das für dich okay ist, mache ich das. Für mich ist das völlig in Ordnung, ja. Gut. Dann hole ich mal ein bisschen Holz. Ich wollte halt jetzt nur das mit Sand ausprobieren, weil es eben schneller geht. Im Endeffekt. Ja, das stimmt schon. Nur, es geht halt nicht wirklich schneller, wenn man nicht genug Material hat, ne? Nee. So, wo hast denn du Holz? Ich kann mir auch wieder was ercheaten einfach. In der Kiste. Da ist es ja. Ich nehme das jetzt einfach mal alles mit. Ja. Alles, was so geht. Den Rest packt man einfach wieder zurück. Hast du noch Schwämme? 7 Stück. Trockene? Ja. Bringe ich jetzt ja auch wieder mit. Ja, das bringt mir nur hier... Achso, doch, du kannst mir hier leer machen eigentlich. Den Raum hier. Das könntest du tun. So. I'll be back. So, ich bin jetzt da. Der nächste Abschnitt kann leer gemacht werden. What the Weng? Ja, der hier wahrscheinlich. Obwohl, hier ist noch, den musst du noch zumachen. Ja, da bin ich jetzt gerade rübergegangen. Danke. Bitte. Du musst mich dann hier wieder rausholen, weißt ja, ne? Ach echt? Ich kann mich auch mit Holz hochbauen, also. Irgendwo sifft das hier noch raus. Ja. Von ganz oben. Wo kommt denn das her? Von ganz oben. Habe ich da was vergessen, oder? Ja. Anscheinend. Ach du Scheiße. Au. So, das hätten wir. Ist leer? Anscheinend nicht. Irgendwie nicht. Warte mal, ich muss mal eben meine Shader ausstellen, dadurch sehe ich hier immer nichts. So, Shader, kein. So, jetzt sehe ich auch ein bisschen was. Da unten, da ist noch eine Ecke, genau. So, siehst du wohl. Und dann ist gleich im nächsten Abschnitt, können dann auch noch leer gemacht werden, aber dann hast du keine trockenen Schwämme mehr, oder? Ich habe nur noch 2 Stück. Mhm. Das reicht nicht. Müssen wir nach oben die trocknen. Jetzt muss man aber schon anfangen, hier aufzupassen, ey. Wieso? Erstmal hier nicht runterfällt. Ja, das stimmt. Oh, cool. Das ist eine Wasserwand. Ach echt? Ja. So, Oh, hier liegt noch ein Ding rum. So, ein bisschen Wasser ist hier raus, aber noch nicht genug. Das ist sehr klar. Gleich erstmal nach oben die Schwämme trocknen. Ja, ich muss jetzt nochmal eben abbauen hier. Scheiße. Jetzt kriege ich auch so langsam wieder ein bisschen Sand zurück. Ja. Ist ja klar, wenn wir jetzt auch weniger davon brauchen, ne? Ja. Ich baue mal das Holz hier ab. Ja. Was du hier hinterlassen hast. Jo. Ich baue mal deine Hinterlassenschaften ab. Ja, ich gehe mal Schwämme trocknen. Ja.
Ich komme auch gleich hoch. Es wird ja auch schon fast bald wieder Nacht sein, ne? Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Nö, es ist jetzt erst Mittag. Ach, echt? Jo. Oh. Ja, Nachmittag würde ich sagen. Ah. So, zack. Mal im Schwämme trocknen machen. Okay. Trocknen machen. Schwämme ja, trocknen machen. Trocknen, du machen mal Schwämme. Da. Ich bleib dann hier mal dabei stehen und guck mir an, wie die trocknen. Ja, das ist doch auch nett. Ja. Ich bin auch schon ganz froh, dass ich mir das angucken kann, ja? Hätte ich jetzt nicht wirklich erwartet, muss ich sagen. Dass es dich doch so froh macht. Doch, das macht mich außergewöhnlich glücklich. Na, dann ist ja gut. Ich habe auch noch 4 Schwämme, die nass sind. Hm. Also kann ich dich noch mehr glücklich machen. Ja, musst du aber nicht zwingend. Also ich überlasse dir das gerne. Ja, ich bin ja, ich teile ja gerne. Es ist ja nicht so, dass ich alles für mich beanspruchen würde. Ist schon klar. Alle schönen Dinge. ja. Ja, nee, ist klar. Ja. Oh. Glasklar. So. Ich habe wieder 7 Schwämme. Das ist gut, dann mach doch mal leer. Schwämms. Wo denn? Na, da, wo du gerade eben warst. Ach so. Ich dachte, du hättest das schon gemacht. Dass ich Sand bekomme. Ich dachte, da wärst du schon fertig. Nein, lass mich da mal durch. Nee, das ist ja gar nicht hier. Uch, ich habe keine Schwämme mehr. Ich warte jetzt eigentlich nur, dass ich hier den Sand wegnehmen kann. Uah. Okay, ist ja gut. Ich mach hier mal eben zu, dass du siehst, wann du alles weg hast. Das war's. Verdammt, ich habe keine Fackel mehr. Ich habe noch welche. Ja, ich muss mir unbedingt neue machen. In welche Richtung kann ich denn? In die Richtung, okay. So, dann haben wir wieder ein bisschen Sand hier, ne? Das war wohl zu schnell. Was war zu schnell? Ach, ich habe die Fackel da nur zu schnell hingestellt. Ah, ja, sowas passiert. So, siehste. Eine Fackel können wir stehen lassen? Ja. Eine lassen wir stehen und den Rest nutzen wir wieder. Okay, ich habe jetzt 53 Sand dabei. Ich würde mal hier hochgehen. Aber das erst ist jetzt ja alles Wasser, ne? Oh! Mein lieber Scholli, bist du wahnsinnig? Ein bisschen. Warum lässt denn die Viecher da raus? Na, um die kaputt zu machen. Hä? Ich denke, wir wollen jetzt hier erstmal. Ja, aber man kann ja nebenher schon mal ein bisschen aufrufen. Du hast einen Pfeil im Arsch. Recht? Ja. Eigentlich ist das mehr im Rücken. In den Nieren ist das. In den. Ah, das ist aber auch eine fiese Geschichte. Ja. Da bin ich voll überzeugt. Jetzt müssen wir hier rüber. Jetzt machst du hier wieder Wasser rein. Ja. Toll. Was soll ich denn machen? Das Wasser draußen lassen. So, dann kann man das hier nämlich schon wieder leer machen. Aber ich habe keine trockenen Schwämme und du wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Doch, ich habe noch 5 Stück. Ach echt? Ja, dann mach doch das kleine Kästchen da hinten. Kannst du hier noch Sand reinmachen? Drüben auch? Hm? Ja. Na, da drüben muss ja nicht zwingend. So. Danke. Bitte. Ich baue dann hier noch das nächste gleich wieder an. Dann können wir gleich erstmal nach oben wieder. Denke ich. Ja, so. Hier ist auch leer. Gut. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, in welche Richtung war denn das andere jetzt? Das andere? Leere? Ja. In die Richtung, alles klar. Und bei hier, wo jetzt das Wasser kommt, musst du raus. Ey. Mach das mal wieder zu, bitte. Jetzt kann ich hier keine Fackeln hinstellen. Ja, das Ding ist, es wird dunkel. Ach so. Also nach oben. So, ja, ich komme sofort. So, ich packe schon mal meine Schwämme in den Ofen. Also ich muss sagen, das dauert euch jetzt relativ lange, das Wasser leer zu kriegen, ne? Ja.
Naja, wieso ging das sonst immer schneller? Nicht wirklich. So, warte, ich komme mit der Leiter da hoch. Und versuche auch gleich mal die Schwämme mitzubringen. Okay. Es wird dunkel. Ja, ich hab's ja verstanden. Es wird dunkel. Es wird ganz dunkel. Huch. Hast du da nicht ausreichend viele Leitern? Ich komme nicht nach oben. Ich hol dich. Wo bist du denn? Na, hier in dem Dingen drinne. Ach, man kann ja von der Leiter nicht abspringen, ne? Nein. So, da kommst du rüber. Siehst du? Jo. Ich komme. So. Ach, hier ging die Strömung an. Ach Gott, so, jetzt aber. Ja, dann jetzt da oben ins Bettchen. Dann ja, haben wir ja nicht mehr viel. Wir hoffen zumindest. Hier sind schon wieder ordentlich Monster wahrscheinlich. Mhm. Jo, direkt bei unserem Bett. Ja, super. Creeper und Spinnen und Zombies. Ich habe leider nichts dabei, um mich zu verteidigen. Oh, ich kann mich trotzdem ins Bett legen. Ja? Ja. Nee, du kannst nicht schlafen, Monster Daniel steht bei mir. Ich bin... Aber ja, wie du siehst, die... Ja, ich schlaf jetzt auch. Aber die Spinne war jetzt ja auch gerade eben so gut wie in meinem Bett. Naja, pass auf, Creeper hinter dir. Ja, macht nix. Alter Schwede. Es ist sehr monsterig gerade bei dir. Ja, wir sollten mal hier oben irgendwo sicher stehen bleiben. Ja. Denn der Part ist zu Ende. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass keine Monster hierher kommen. Nee. Weil die interessieren sich gar nicht mehr für uns. So sieht's aus. Gut, dann nächstes Mal ist dann noch das neue Texture Pack drin. Ich werde da jetzt gleich mit für sorgen, dass Molenia das nicht wieder vergisst. Nein. Gut. Denk dran. Gut, dann bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.